So Leute, damit willkommen zu einer neuen Runde, wer mich Orbital bekommt, 40 Euro. Leute, lasst mal vor dem Video ein Like und ein Abo da, wenn ihr wirklich eine krasse Folge sehen wollt, denn wenn wir bis zu den 50 Euro kommen, also die letzte, dann gibt es die letzte Folge, und zwar wird die letzte Folge so lange gehen, bis ich verliere. Das heißt, das kann ein XXXXL Ding dauern oder es kann richtig schnell vorbei sein. Also Leute, ich werde so lange spielen in der letzten Folge, bis ich verliere. Also bis ich halt Obi-Trap werde, nicht nur verliere, halt logisch. Also Leute, lasst ein Like da und haut rein. Wir sehen uns im Video. So Leute, damit willkommen zur ersten Runde. Wir sind jetzt... Ich weiß nicht, was vorher war. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es reinkarten, so als Fails. Was tust du, Bruder? Was tust du? Nein, Mann, ich muss es jetzt weitermachen. So. Weil ich muss das hier uncut führen und wenn dann solche Leute kommen, die weiß nicht was wollen, die wollen mich, dass ich hier reingehe oder wie? Ehrenmänner. So. Wer hat meinen Skin? Ehrenmann. Nilsi Ehrenmann. Direkt in die nächste Runde. Es waren heute schon wieder so viele Cheater hier. Ich habe schon einen Anfall fast bekommen. Und was macht er? Bitte fighten. Es ist wirklich schlimm. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr wollt es uncut, weil viele haben gesagt, sie wollen es cutted, viele wollen es uncut. Ich kann es halt nicht jeden recht machen. Muss ich ehrlich sagen. Dann werde ich das vielleicht mal so abwechselnd machen. Aber mal schauen, ne? Ich hoffe, ihr in der letzten Sekunde wieder rauskommt, ne? Das ist auch wieder. Ja, ich kann hier jetzt keine Zeit verschwenden, es tut mir leid. Ich werde jetzt einfach normal weiterspielen, sonst wird das hier nichts. Tut mir leid für den Ghost Kill. Aber ich kann hier nicht unnötig Zeit verschwenden. Und er hat meine Lava. Scheint nicht schlecht zu sein. Gibt ziemlich krasse Hits. Es wird so ein Typ, der keinen Knockback bekommt. Kriegen wir ihn down. Weiß nicht, zieht sich der Fight wieder so ewig. Ah, fuck. Ey, ich weiß nicht, sack ich so hart rein oder... Die kriegen halt alle keinen Knockback. Es tut mir leid, die kriegen alle keinen Knockback. Kann halt wirklich nichts machen, Leute. Irgendwer sagt, dass ich irgendwie schlecht bin oder so. Das stimmt halt überhaupt nicht. Sondern die Leute hier einfach nur viel mehr CPS, als ich habe. Also hat überhaupt nichts mit schlecht zu tun. Die haben einfach nur... Keine Ahnung, wie viele Klicks pro Sekunde. Und das ist halt einfach nur doof auf dem Server, dass sie es so gemacht haben. Also kann ich jetzt auch nichts machen. Aber ich weiß auch nicht, was er vorhat auch. Weiß nicht, warum er nicht mit Lava spielt, um mich ein bisschen in Bedrängnis zu machen, aber juckt ihn anscheinend nicht. Der will anscheinend keine 40 Euro gewinnen. Und wir haben den sogar bekommen. Okay. Ja. Let's go, komm.
Wir fighten einfach mal weiter. Leute, könnt ihr mir was sagen, warum ich Leute in den Rücken haue und sie immer keinen Knock mehr bekommen? Ist es bei mir auch so? Niemals, oder? Schau, das ist niemals... What? Wo hat denn, wie hat er mich gerade gehittet? Hä? Hat er gerade gelaggt? Hä, Leute? Was war das? Schreibt es mal in die Kommentare, was das war. Picked Mate. Das ist ein Alt. Muss ich jetzt leider sagen dazu. Das ist 100% ein Alt. Kann mir keiner erzählen. Bytrix. Irgend so ein Badline-Spieler. Den keiner kennt. Kommen auf einmal alle daher, wenn es um Geld geht und sie kurz Geld abstauben wollen. Da kommen alle, ne? Ja, ja. Da kommen dann wieder alle. Ich hoffe, ich habe die Sounds, Alter, wenn ich jetzt die Sounds gefällt habe. Ich kann die ganze Aufnahme vergessen. Ich hoffe mal nicht. Ich schau gleich nach. Kann mir ja keiner erzählen, so dass die Bedwars-Spieler mich alle ficken. Wenn so die Bedwars-Spieler die besten Spieler wären, weißt du? Also keine Ahnung. Anscheinend unterschätzt jeder die Bedwars-Spieler oder weiß nicht was. Bedwars-Spieler einfach die besten PvP-Spieler, kappa. Okay, ich hab die Sounds nicht gefällt, zum Glück. Dachte, die wären so lauter, was passt alles. Und der wurde trapped, trapped by Tricks 10. Richtiger Tenkapa. Nee, Gott, Siran, du warst doch schon, oder? So, Y und Chin. Er bin den Screen erstmal. Ehrenmann. Und jetzt geht's los. Und ich weiß nicht, ob ich schon angesprochen habe. Keine Ahnung. Aber das ist die letzte Folge. Das heißt, letzte Folge halt. Eine von den letzten Folgen. Ja doch, wir machen einfach die letzte Folge. Dass wir wieder um 50 Euro gehen wahrscheinlich, wenn ich es bis dahin schaffe. Wenn nicht, dann ist es natürlich nicht die letzte Folge. Aber falls, dann werde ich so lange spielen, bis ich verliere. Auch wenn mein Finger kaputt ist. Ich werde so lange spielen, bis ich verliere. Das kann ich vielleicht sogar livestreamen. Mal schauen, wie ich es mir so überlege. Und der wurde trapped. Applaudi. Hatten wir da auch noch nie in der Folge. In der Serie. Aber mal schauen, was er reißt. Er will sich direkt selber trappen anscheinend. Was hat er jetzt gemacht?
So, kommen wir in die irgendwie die Ecke kombo hier. Ah, ich weiß nicht, bei diesen Leuten kann man es nicht so gut obi-trappen. Hä? Als ob ich das, als ob ich die Lava gesetzt habe. Ernsthaft, das war meine Lava vorher. Oh, so ein Bug. Und jetzt die Spitzhacke in der Hotbar, Ehrenloser. Das machen nur die Pussys. Kappa. Nein, es ist okay, aber es ist halt schon ein bisschen tri-hard, ne? Das mach nicht mal ich, obwohl es um 40 Euro geht. Ich muss aber auch... Nee, ich sag einfach nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Wirklich, alles, was ich sage in den Kommentaren, wird irgendwie falsch verstanden, wird 100% ernst genommen, was ich sage. Und so, als würde ich einfach keine Meinung haben dürfen gegen anderen Leuten. Ist wirklich so. Wenn ich mir einen Hacker sehe, einfach direkt alle Flame, der hat nicht gehackt. Der hat nicht gehackt, du Hurensohn. Ich schwör, ohne Spaß, so läuft das ab. In den Kommentaren teilweise. Also das ist schon wirklich, wer das schreibt, ist wirklich ein Ehrenloser. Weil als ob ich nicht sagen darf, dass er hackt, das heißt ja nicht direkt, dass er hackt, sondern einfach nur, dass meine Meinung ist, dass er hackt. Also, freie Meinungsäußerung würde ich mal behaupten. Also darf ich den wohl auch irgendwie hacken selten. Hast du nicht schon? Ah ne. Der war ja nicht mal, das habe ich am Anfang, habe ich direkt den ersten Fight habe ich gefailt an ihm. Also das war schon, das war gemein, aber da konnte ich nichts für, ich habe mein Schwert einfach in die Lava gedroppt. Das kann ich vielleicht am Ende bei den Fails rein, vielleicht. Ich schwör, seitdem ich diese Obi-Trap-Videos mache, werden gefühlt alle besser. Stimmt ihr mir dazu? Habt ihr da auch ein bisschen was gelernt davon? Weil es steht, mir kommt vor, also jeder Spieler gibt mir halt jetzt übelst und weiß schon diese Taktiken, wenn ich ihn trappe fast, dass er da wieder escapen kann und so. Das ist halt wirklich krass, wie sich das verbreitet, da. Ja? Muss ich wirklich sagen. Toll, er hat auch direkt probiert, mit dem Eimer die Lava wegzumachen. Hat aber diesmal zum Glück nicht geklappt. So, ich muss jetzt wieder einen Cut setzen. Schon der zweite Cut in dem Video. Also dieses Video, glaube ich, wird dann einfach gecuttet. Es tut mir leid. Ich fake die Videos nicht, aber ich musste hier jetzt cutten. Weil wieder irgendwer doppelt war und die Leute kapieren es halt einfach nicht. Gefühlt kann auch jeder 0,1 Refills machen. Seit neuestem. Also jetzt nicht er, aber halt die anderen. Recraft on the top. Kappa. Ne, der war nicht so krass, aber... Ist auch klar, die Fight, da ist es nicht so tragisch, wenn ich jetzt mal einen Recraft verkacke. Naja, doch eigentlich schon, aber halt nicht so 100% schnell mache. Ich konzentriere mich hier eher aufs Obi-Trappen. Und halt, ich habe selber halt Mausfix, Leute, müsst ihr wissen. Seht ihr wahrscheinlich auch. Aber meine Refills, weil das sind Double-Tip-Refills, wie sollen die so schnell sein? Das kann gar nicht so möglich sein. Legit unmöglich. Mitsuki trapped. Und Golem. So. Kunai. Oh. Mein Beileid, Mate. Mein Beileid.
Aber ich kann hier jetzt nicht auf jeden warten. Es war kein AFK-Trip, sondern ein Inventory-Trap. Und wir haben ihn. So, wer will als nächstes? Fabian wieder mal. Fabian ist in jeder Folge fast dabei. Der campt drauf, der Ehrenlos. Er spielt 24-7 auf KidPP. Er lebt das Game. Kappa. Nein, er ist aber echt 24-7 gefühlt auf KidPP. Und trapped Fabian. Da hat er schon keinen Bock mehr. Ist er mad? Nein, ich wäre auch mad, wenn ich trapped wäre. Okay, nein. Ob ich mad wäre, weiß ich nicht mittlerweile, weil ich freue mich, glaube ich, da eher, wenn ich verliere. Damit ich mir 10 Euro spare. So, gegen Dark Ball, die. Anscheinend kommt heute die ganze, wie ist der... TS, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, genau. Oder Gucci Gang? GH Gucci, genau. GH Gucci. Die wollen alle gebankt werden. Oh, lol, okay, er ist Skiller. Er hat halt alles im, anscheinend in der Hotbar oder wie? Ah, das hat Lava schon verschwendet oder wie? Deshalb hat er es aufsammeln können. Naja, dann gibt es halt jetzt einen Fight gegen ihn. Wenn ich diese Recrafts halt fail, da was ich mal so risky mache, dann ist es halt vorbei mit Varo, aber YOLO. Oder Dolo. Er hat sogar noch Lava. Ah, wir haben ihn. GG! Und Penguin PV mal wieder am Start. Okay, why not? Probiert's auch. Aber viel mehr Fights kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Einer von den letzten Fights kann ich. Dafür gibt's, Leute, am Ende, falls wirklich jetzt keiner mich obi-trappt mehr, am Ende gibt's ein Big XXL, bis ich verliere. Und dann bin ich Ehrenmann. Das streame ich dann und stelle es dann direkt auf YouTube vielleicht. Wenn ich da Zeit habe, mal schauen. Es geht sich hoffentlich bis zum Wochenende aus. Wenn das jetzt die 40-Euro-Serie ist, ja, sollte sich ausgehen. Hoffentlich. Und der Lama buggt hat manchmal leider, weil ich zu oft spamme. Bin ich aber selbst schuld eigentlich. Obwohl eigentlich Minecraft schuld. Rusty as fuck, habe ich gehört. Penguin PvP. So, dann gegen Fala Fanboy. Okay. Okay, wie er spielt. Neue Spielweise. Ich habe meinen Lava einfach bekommen. Das ist auch wieder. Ich habe ihn eigentlich schon längst wieder drin gehabt in meinem Dings. Dann backt er wieder zurück. Ist das so typisch, ne?
So, ich hoffe einfach auf seinen Recraft-Fail oder so. Aber er kriegt halt no Knockback. Er dreht sich schon um, dann kriegt er trotzdem kein Knockback. Das ist halt hier ein bisschen weird, ne? Aber wenigstens sind die Refills am Start. Ich würde dann auch sagen, nach dem Fight höre ich auf. Dann war's das, weil ich jetzt nicht wieder 10 Stunden screen will. Ich cutte zwar ein bisschen zusammen, aber ich werde trotzdem fast jeden Fight reinnehmen. Und so gut wie jeden Fight halt. Außer diese doppelten. Damit hier nicht einer sagt, dass ich fake, obwohl es trotzdem sagen kann, aber fucking, wenn er Beweise will, soll er einfach Skype kommen und dann zeige ich es ihm. Und ich habe gefailt, GG. So Leute, dann würde ich auch sagen, das war's mit der Folge. Wer mich obitrappt, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Jedenfalls wird es, wie schon gesagt, eine XXXL-Folge geben, wenn ich bis 50 Euro komme. Das heißt, ich werde so lange spielen, bis ich sterbe und bis ich einfach komplett nicht mehr kann einfach. Also Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da auf diesem Kanal, damit wir endlich die 15k schaffen. Ich will diesen Jahr guten YouTuber aufkommen und ciao.